Hallihallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir überlegt, mache ich ein Aufgebrauch-Video und ein Mini-Drogerie-Haul. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal keine Videos mehr drehen, aber ich fand es jetzt zu schade, um das einfach so wegzuschmeißen und euch das vorzuenthalten, wollte ich es auch nicht. Also werden wir jetzt einfach mal mit dem Video starten. Also ich wollte euch noch kurz mein Muttertagsgeschenk zeigen. Und zwar, das habe ich jetzt am Sonntag von meiner Kleinen bekommen. Eine selbstgemachte Tasse. Ich fand das so süß. Hat sie sich solche Mühe gegeben. Meine kleine süße Karina. Da wollte ich jetzt und hier auch lieben Dank für diese schöne Tasse, meine kleine Karina. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich finde ja selbstgemachte Geschenke irgendwie viel schöner, weil die kommen von Herzen. Da hat sich derjenige auch was dabei gedacht, mit viel Mühe gemacht. Und sowas finde ich viel schöner als solche gekaufte. Ja, also ich liebe diese Tasse. Trinke ich jetzt gerade auch meinen Kaffee. So, okay. Den Lennox hinter mir, den ging es ja auch gar nicht gut, genauso wie mir. Jetzt geht es uns so Olala. Der war jetzt vor einer Woche in der Notfallpraxis. Der hat da eine ganz schwere Entzündung gehabt unten. Aber jetzt geht es ihm wieder besser, gell? Ja, und irgendwie hat mich das mit den Kleinen noch mehr zusammengeschweißt. Der ist schon meine große Liebe, aber ich liebe ihn jetzt noch viel, viel mehr und achte natürlich, dass ihm nie was passiert. Denn das, glaube ich, würde ich nicht verkraften. Wie geht's euch eigentlich, falls ihr auch ein Haustier habt, liebt ihr das auch so sehr? Also, dass ihr gar nicht mehr ohne ihn leben könnt. Also bei mir wäre das echt schrecklich, wenn man mir jetzt den Lennox wegnehmen würde. Aber der Lennox bleibt ja bei mir, gell? Gell, mein Schatz? Ja? Gut, okay. Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Aufgebrauch an und dann zeige ich euch, was ich jetzt drogeriemäßig ein bisschen gekauft habe. Ich habe als erstes dieses Lenor Vollwaschmittel aufgebraucht. Ich bin ja begeistert von Lenor. Es ist ein toller Duft. Wäsche hat auch sehr lange gerochen. Man hat diesen Duft herausgerochen. Das ist weiße Wasserlilie. Und ich finde, sie riecht echt frisch. Also dieses Waschmittel. Dann habe ich einmal aufgebraucht ein Duschgel von Darf. Das ist ein entspannendes Ritual, nennt sich das, mit Lavendel- und Rosmarinduft. Ich finde, man riecht sehr, sehr die Lavendel und bin begeistert gewesen von diesem Duschgel. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich habe es jetzt leider nicht mitgekauft, aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das riecht jetzt echt mal richtig schön, richtig schön entspannend. Gerade abends, wenn man dann gestresst von der Arbeit kommt, tut das gut, sich damit einzuduschen. Dann habe ich von Bionson, das ist eine italienische Marke, ein Duschgel verbraucht. Das riecht so richtig wie ein Tag am Meer, würde ich sagen. Richtig frisch. Gerade für morgens, wenn man wenn man jetzt nicht so wach ist, ist das wirklich so ein richtig schöner Kick. Also das gibt es halt nur in Italien und wir haben es jetzt aufgebraucht. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen, wenn ich jetzt irgendwann mal da runterfahre. Werde ich mal schauen, dass ich das wieder finde. Dann haben meine zwei Männer das Farmman Clean and Pur Duschgel aufgebraucht. Habe ich jetzt auch öfters mal gekauft. Sind so auch begeistert. Riecht frisch, riecht männlich und ich kaufe es denen auch öfters mal nach.
Dann habe ich einmal das Fresh and Pur Fahr Deodorant mit frischem Jasminduft aufgebraucht. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich teste mich ja jetzt durch die ganzen Deos durch. Muss allerdings sagen, mir gefällt eigentlich eher ein Stick, aber ich wollte jetzt auch mal dieses Sprühdeos ausprobieren und daher teste ich mich durch. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ist noch ein wenig drin gewesen. Also ich finde jetzt Jasmin, ja, riecht man jetzt nicht so raus, würde ich jetzt sagen, aber es riecht halt schön frisch. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Dann haben wir einmal von Altnatura das Kokosöl nativ aufgebraucht. So sieht das einmal aus. Das verbrauche ich überall, habe ich das jetzt aufgebraucht. Damit kann man sich schön auch die Zähne als Spülung verwenden und die Zähne werden schön weiß. Oder Lennox habe ich auch öfters mal unten eingecremt. Meine Tochter, wenn sie irgendwelche Entzündungen hatte, hilft das auch sehr, sehr wunderbar. Wenn man Ohrenschmerzen hat, hilft das. Also man kann es echt für alles Mögliche einsetzen. Da habe ich mir halt nochmal ein Gläschen gekauft, weil ich finde Kokosöl, das sollte man auf jeden Fall zu Hause in der Wohnung haben. Man kann es natürlich auch zum Kochen verwenden. Ich persönlich habe es jetzt nicht, aber da kann man bestimmt auch schöne Gerichte damit machen. Dann einmal das Lenoir und zwar dieses Parfumel nennt sich das, Smaragd und Elfenbeinblüte. Also das riecht ja auch hammergeil. Dieser Weichspüler. Es hält sehr, sehr lange an der Wäsche, gerade wenn man das damit Handtücher oder Bettwäsche, also man riecht das wirklich heraus, diesen Duft. Ist ja auch parfümiert, enthält Parfüm anscheinend und ja, kaufe ich mir auch öfters nach diese Duftrichtungen. Auch begeistert bin ich von diesem Blauen, das habe ich jetzt auch aktuell im Gebrauch. Ich habe jetzt auch mal das Grün geholt, ja, und ansonsten nehme ich auch gerne das Blaue. Dann von Denk mit habe ich einmal Kachelkönig, das war so eine limitierte Edition, war das, von DM, so ein Bartreiniger. Ich fand das jetzt nicht schlecht, gerade auch diese Verpackung, die fand ich cool, dieses Pink und Grün hat was hergemacht, frühlingshaft fand ich. Und war ein schöner, frühlingshafter Duft, würde ich sagen. Also es hat jetzt nicht also schrecklich scheiße gerochen nach Bartreiniger, sondern ein richtig schöner, toller, frischer Duft. Es war damals eine limitierte Edition. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ihr das noch herkriegt. Ich denke eher nicht, aber ich bin froh, dass ich es getestet habe. Ich habe mir jetzt nur eins geholt gehabt und es war jetzt nicht schlecht. Dann habe ich einmal aufgebraucht der General Küchenreiniger in der Duftrichtung Zitrone. Das ist ja jetzt auch ganz neu herausgekommen. Ich verwende es jetzt nicht nur für die Küche, ich verwende es halt auch für Bad und alles Mögliche, für alle Oberflächen und bin begeistert. Ist genauso wie der normale General Zitrone, also haargenau identisch. Dann von Perwoll dieses Sport 3D Care, hole ich mir auch öfters nach, duftet sehr, sehr lange. Ich würde noch sagen, noch intensiver als dieses von Lenoir riecht das Perwoll. Das verwende ich gern für meine Bettwäsche, wenn ich will, dass was Besonderes duftet oder für die Hundedecke. Genau, da verwende ich das. Und da bin ich halt immer begeistert davon. Sehr, sehr lange hält der Duft. Dann von Coccolino. Das ist dieser Kuschelweich bei uns, dieser Weichspüler. In Italien nennt er sich Coccolino. Das sind diese Kreationen mit Bergmotte. Bergmotte, hat sehr, sehr toll gerochen.
fand ich echt klasse. Und da werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich wieder einkaufen gehe in Italien, natürlich auch diesen Duft wiederholen. Also kann ich auch empfehlen. Dann von Imuji, dieses Aloha Hawaii Duschgel hat meine Tochter aufgebraucht. Ich glaube, das war die Duftrichtung Kokos oder so. Aloha Hawaii, ja. Nee. Er duftet nach exotischen Ananas und Kokosduft. Doch, also Ananas und Kokos. Man riecht, würde ich sagen, von beiden. Man riecht die Ananas heraus und man riecht die Kokosnuss heraus. Also Hälfte, Hälfte gemischt. Aber ist ein toller Duft. Also ich, das war ja damals im Abverkauf beim DM. Ob ihr das jetzt noch anderweitig irgendwo herkriegt, weiß ich nicht. Ich habe es mir damals im Abverkauf genommen. Dann von Wahre Schätze, dieses Argan, diese Argan-Mandelcreme mit Arganöl aus Marokko. Dieses Shampoo, was jetzt neu rausgekommen ist, bin ich begeistert. Die Haare werden schön geschmeidig, weich, man kommt echt toll durch die Haare. Jetzt hat meine Tochter kürzere Haare bekommen. Also die haben wir jetzt abgeschnitten. Ich finde, das sieht sie auch richtig erwachsen aus. Also ja. Und auf jeden Fall, sie kommt jetzt damit auch super zurecht, hat jetzt ganz, ganz wenig Knoten und es duftet wunderschön. Es duftet echt toll und da habe ich mir natürlich das halt auch wieder nachkaufen müssen. Seht ihr nachher in meinen kleinen Mini-Drogerie-Haul. Dann habe ich einmal von Isana, das war oder ist eine limitierte Edition, eine Creme Dusche No Problema mit Vanilleduft und das hat tatsächlich auch schön nach Vanille geduftet. Der Duft war jetzt nicht so intensiv lange auf der Haut, aber man hat es nach dem Duschen noch herausgehört oder ja, herausgeduftet. Gerade in der Dusche hat die ganze Dusche, wenn man sich damit eingecremt hat, nach Vanille geduftet und halt ganz cool mit diesem tollen Lama, finde ich. Ja. So, dann habe ich von W5, das ist jetzt die Lidl-Marke, diesen Allzweckreiniger Ocean Frisch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Lidl-Drogerie-Hall-Fan oder so. Also, aber ab und an hat auch Lidl halt schöne Sachen, finde ich. Also man darf sie jetzt nicht alle in den Boden schmeißen und sagen, ja, man kauft sich jetzt nur die Markenprodukte. Nee, ich finde auch Lidl hat auch tolle Allzweckreiniger und dieser Duft, dieser Ozeanfrisch, also damit rieche ich die ganze Wohnung echt bombastisch, kaufe ich mir auch ab und an, wenn ich beim Lidl bin. Kann ich auch euch empfehlen. Verwende ich auch für alles Mögliche, also für Küche, Bad, Boden, alles. Ist ein Allzweckreiniger halt, wie der Name sagt. Dann haben wir aufgebraucht von Aussie dieses Mikral Nourish Shampoo. Da muss ich sagen, da war ich jetzt auch begeistert von diesem tollen Shampoo. Gab es ja auch damals beim DM im Abverkauf und da hab ich mir das mal mitgenommen, um das zu testen. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Man kam auch gut durch die Haare durch. Es hatte einen schönen frischen Duft, finde ich. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt Fan davon bin und mir das unbedingt jetzt nachkaufen. Da gibt es bessere Shampoos, finde ich. Aber ich wollte es halt einfach testen und war jetzt, ja, nicht abgeneigt davon. So, dann habe ich dieses Balea Rasiergel Sweet Berry aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich mag ja Rasiergels eher als diese Rasierschaums. Ich finde die irgendwie cooler. Ja, und das habe ich jetzt halt aufgebraucht. War jetzt auch eine limitierte Edition, wie ich das hier lese. Aber ich glaube, da müsste ich noch eins zu Hause haben. Es riecht halt schön nach Beeren. Sweetberry. So, dann
Dann habe ich von Wahre Schätze eine Tiefenpflegemaske mit Aaron Balsam. Stark gegen geschädigtes Haar. Fand ich jetzt auch nicht schlecht als Pflegemaske. Ja, war jetzt auch nicht schlecht, genau. Jetzt habe ich ja die andere neue, die wollte ich jetzt auch mal testen. Aber die fand ich jetzt nicht schlecht. Außer was mir jetzt nicht so gefallen hat, war dieser Duft. Der war irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, der war mir ein bisschen zu intensiv. Aber ansonsten fand ich es nicht schlecht. Dann habe ich einmal aufgebraucht, und zwar feuchte Allzwecktücher. Das war ja eine limitierte Edition vom DM. Diese Hawaii Hibiskus nennt sich die. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. War mal was anderes als diese langweilige Duftrichtung, die DM sonst hat. Aber ich finde, DM lässt sich halt immer wieder was einfallen. Daher, die machen halt immer Abwechslung. Statt dieses Standardsortiment machen sie ab und an mal auch hier limitierte Sachen. Und die habe ich jetzt halt mal testen wollen. War begeistert. Dann von Garnier Fructis Anti-Schuppen, wo ich meine Haare getönt habe in schwarz. Da hatte ich auch einen Ausschlag bekommen. Irgendwie, also alles Mögliche hier ist mir passiert. Und ich fand, es hat sehr geholfen. Habe ich jetzt auch leer gemacht. Es hat auch die Kopfhaut schön etwas abgekühlt, will ich sagen, also frischer gemacht. Und ja, also fand ich jetzt auch nicht schlecht. Dann einmal dieses Kuschelweich Sommerwind aufgebraucht. Es riecht wirklich sehr, sehr frisch. Sehr intensiv. Und auch hier duftet es jetzt auch noch an den Handtüchern. Zwar jetzt nicht so lange, aber man hat diesen frischen Duft. Und es ist halt schön weich, die Wäsche. So, genau, und dann kommen wir zu diesen anderen Lenoir Weichspüler, dieses Parfumel Ocean Escape. Also von diesen bin ich ja sehr, sehr begeistert. Bevorzuge ich auch sehr gerne. Und hier muss ich sagen, hier duftet die Wäsche wieder sehr intensiv, sehr lange. Man riecht irgendwie dieses Parfum heraus. Und ich liebe das. Also mehr als das. Ich meine, das tut auch seine Arbeit, aber das ist echt ein Hammerprodukt. Kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Dann von Balea Cremeseife Golden Shine aufgebraucht. War eine limitierte Edition mit Vanillenblüte und Zitronenduft. Hat die gerochen. Ich finde, da kommt eher leicht ein wenig die Vanille durch, statt die Zitrone. Von der Zitrone habe ich jetzt gar nichts mitbekommen. Von der Vanille ein wenig, fand ich jetzt nicht schlecht. Und jetzt haben wir es aufgebraucht. War halt, wie gesagt, halt auch eine limitierte Edition. So, dann von L'Oreal. Das ist jetzt auch wieder ein italienisches Shampoo. Extra für lockiges Haar. Das kaufe ich mir auch in Italien immer mal nach und bin echt begeistert. Ich hoffe, irgendwann mal kommt das auch bei uns in den Geschäften. Das wäre ja mal nicht schlecht. So, dann von Isana haben die Männer noch ein Duschgel aufgebraucht, und zwar dieses White Tiger mit Pfeffer Exakten. Und auch hier riecht es richtig schön herb und frisch. Also ein richtig cooler Männerduft. War jetzt auch eine limitierte Edition. Weiß ich gar nicht, ob ihr das noch aktuell bei Rossmann bekommt. Aber meine Männer waren auch hier begeistert. Ich meine, Isana ist jetzt auch nicht schlecht. Hat auch einige nette Produkte. Dann hat meine Tochter dieses 8x4 Deo aufgebraucht, und zwar eine limitierte Edition war das. Sie war begeistert. Das war die Duftrichtung Dragon Fruit, ein Karamell und Orchidee, dachte ich.
Sie findet es cool und das werde ich hier auch demnächst mal wieder nachkaufen, falls es das noch gibt. Und ich denke ja, so schnell werden die Sachen nicht aufgebraucht. Dann von Rituals, Rituals of Shakura, Shakura, genau, dieses Rice and Cherry Blossom Deo. Ich liebe ja Rituals, oder ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall, ich mag diese Deos sehr, das war jetzt die Mini. Da werde ich mir irgendwann mal die größeren Packungen bestellen. Ich finde, die riechen so hammergeil. Und wenn ich mir schon so ein Deo zum Sprühen nehme, der sehr lange noch auf der Haut hält, also im Gegensatz zu diesem von Fa oder 8x4, da muss man ja öfter sprühen, ja? Sonst verfliegt das irgendwann. Es hat einen tollen Duft, aber es verfliegt dann irgendwann. Bin ich mit sowas echt besser bedient, weil das hält wirklich einen ganzen Tag und sehr intensiv. Also ich liebe die Dinger. Dann von Fa dieses Shower Secret from Shanti, diese Duschcreme, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Habe ich jetzt mal seit längerem mal ausprobiert. Das war Mandelmilch und Wassermelonenduft. Und es hat richtig göttlich, romantisch, intensiv und echt ein super toller Duft. Ich habe da jetzt noch ein Backup und ja, bin begeistert. Von Listerine habe ich diese White Mundspülung aufgebraucht. Ich fand es damals ganz cool, weil das so eine limitierte Design-Edition war mit diesem Kussmund. Zu dieser muss ich jetzt sagen, der Duft hat mir gar nicht gefallen, also die Spülung hat mir gar nicht gefallen. Da bevorzuge ich eher die grüne. Ich wollte es halt ausprobieren, die hat ekelhaft geschmeckt. Und ich bin froh, dass ich sie aufgebraucht habe. Was mir halt gefallen hat, war diese Verpackung. Deswegen habe ich es mir wahrscheinlich letztendlich auch geholt, aber ich würde mir dieses White nicht nochmal holen. Das schmeckt so ekelhaft. Und dieser Effekt, dass die Zähne jetzt weißer werden, sei jetzt mal dahingestellt, ja. Da kommt ihr, glaube ich, mit Kokosöl, seid ihr besser bedient. Dann habe ich von Fa aufgebraucht dieses Duschgel, Wassermelone und Yang Yang Duft. Es ist halt ein fruchtiger Duft gewesen. Ja, Wassermelone kommt schon heraus. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der fruchtige Typ. Ich teste das aber gerne ab und an mal aus, weil nicht alles ist sehr blöd. Aber ich bin jetzt nicht so der Fruchttyp. Aber klar, testen kann man ja mal. Und außerdem meine Tochter, die mag aber diese Fruchtdinger. Daher benutze ich es halt. Dann halt mit. Dann von Blendermeet Pro Expert diese Zahnpasta Tiefenreinigungsaktiv. Da waren wir alle begeistert. Also meine Tochter hat sich auch da öfters die Zähne geputzt, weil sie das cool fand. Und es war wirklich ein frischer Duft. Zähne waren schön sauber. Ja, werde ich mal auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Einmal aufgebraucht von L'Oreal El Vital diese Öl Magui. Riecht ja schön nach Kokos. Liebe ich total. Das ist auch immer bei mir im Haus. Ja, weil L'Oreal finde ich ja nicht schlecht. Es macht die Haare schön weich. Es hat einen schönen Kokosduft, wie ich finde. Ja, und das kaufe ich mir halt auch immer nach. Und verbrauche es halt dementsprechend auch immer. Dann von Isana Shampoo Intensivpflege Honig und Vanille. Von diesem war ich auch sehr angetan, hätte ich gar nicht gedacht. Hat einen herrlichen Vanillenduft gehabt
Honig jetzt nicht, aber Vanille hat man echt herausgerochen. Intensive Pflegeformel ohne Silikone ist auch cool gewesen und für strapaziertes und geschädigtes Haar. Ich meine, okay, die Haare waren jetzt nicht so, ja, dass man da irgendwelche Veränderungen gesehen hat, aber der Duft war cool. Also, und hat auch noch etwas, einen Tag später hat man noch die Vanille herausgerochen. So, dann aufgebraucht von Valea Himbeer und Litchi. Also man hat die Himbeere gerochen. Ich habe es jetzt damals auch für meine Tochter geholt, weil sie ein Himbeer-Fan ist. Sie liebt Himbeeren, egal ob als Duschgel oder zum Essen. Da habe ich es geholt. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fruchttyp, aber meine Tochter hat es geliebt. Dann von Curls, von Paul Michelle. Und zwar ein Lockenshampoo habe ich da aufgebraucht gehabt. Hatte ich auch schon länger bei mir gehabt. War jetzt auch nicht schlecht angetan von diesem, wollte ich halt mal ausprobieren. Es hat auch schön Locken geformt. Ja, und ich fand es jetzt nicht schlecht. Auf jeden Fall auch weiter zu empfehlen für Leute, die lockige Haare haben. Dann von Emoji Fruit in Lollipop Duschgel hat meine Tochter aufgebraucht, und zwar das war mit Erdbeere und Wassermelone, soll da wieder drin sein, halt auch ein fruchtiger Duft. Dann hat meine Tochter noch aufgebraucht von Bustas Pink Kiss. Sie fand halt die Verpackung da auch schön mit diesem Mund. Ja. Sie liebt diese Sachen halt, wie gesagt. Aber irgendwie gibt es da nie einen Deckel dazu. Nee. Irgendwie, ich weiß nicht, was sie mit dem Deckel macht. Dann von meinen Männlein wieder aufgebraucht, duscht das Energy, sind sie auch begeistert, und das kommt halt auch öfters in den Warenkorb hinein oder in den Einkaufskorb, genau. Es ist halt wirklich ein sehr toller Männerduft. Von Isana haben wir genau auch diese Haarkur Intensivpflege, die war jetzt an sich auch nicht schlecht, hat auch ihr Ding gemacht, die Haare waren da auch super geschmeidig und es hatte wieder diesen tollen Vanillenduft, von dem ich so angetan bin. So, okay, gut. Und jetzt kommen wir zu diesen Mini-Drogerie-Haul, und zwar habe ich einmal einen Backofen- und Grillreiniger vom Kaufland genommen. Ich habe mal wieder, gerade jetzt, wenn man grillen tut, ist es nicht schlecht. Wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, weil meins jetzt leer geworden ist, und dann habe ich mir halt ein einfaches geholt. Genau. Dann habe ich entdeckt, beim DM war das oder Müller, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und zwar von Dusch das limitierte Edition. Und zwar nennen die sich Fabelhaft. Fand ich ganz cool mit dieser Meerjungfrau. Ja, wollte ich mal unbedingt mitnehmen. Ist halt auch, wie gesagt, limitiert. Und es riecht. Keine Ahnung, es riecht. Hier steht ein zartfruchtiger Duft. Ja, fruchtig riecht's. Aber was da jetzt genau drin ist, kann ich euch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall cool. Oh, die Verpackung richtig toll mit dieser hübschen Meerjungfrau. Hammer. Da war ich begeistert und habe es halt mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen von Wahre Schätze diesen Shampoo. Und zwar Argan Mandel Creme, was ich ja gesagt habe, bin ich ja begeistert gewesen. Da habe ich es mir halt wieder nochmal nachgekauft, weil ich diese Shampoo auch sehr gerne mag. Man kommt gut durch die Haare, es riecht toll, fühlt sich geschmeidig an. Ja, was will man mehr?
ganz von Dusch, das habe ich entdeckt. Dextor. Dextor oder so ähnlich. Mit Joghurt und Beerenduft. Ist auch anscheinend ganz neu. Und das wollte ich auch mal ausprobieren. Es riecht schön bärig, würde ich sagen. Ja, bärig. Bärig frisch. Ich bin ja jetzt nicht so der fruchtige Fan, aber ich probiere halt auch gerne mal aus, wie gesagt. Dann habe ich entdeckt von Aveo Arganöl Body Lotion. Ich mag ja Arganöl total gerne. Da habe ich mir das halt jetzt mitgenommen. Ich hoffe, man sieht es. Es riecht. Ja, schön, schön. Ja. Es riecht schön. Es riecht schön und sinnlich und ist eine limitierte Edition. Genau, wollte ich euch auch noch dazu sagen. Dann habe ich mir einmal Scheuermilch mitgenommen. Ich fände das gerade schön für die Armaturen, wenn ich es jetzt mal nicht schlecht ab und an mal damit das zu verwenden. Und da habe ich mir das mitgenommen. Ist die von der Eigenmarke Kaufland. Dann habe ich mir wieder diesen General Zitrone mitgenommen. Ist im Grunde genommen so wie dieser hier. Den habe ich mir jetzt auch gekauft. Riecht auch toll nach Zitrone. Das ist allerdings ein Allzweckreiniger. Das ist jetzt halt nur für die Küche. Aber wie gesagt, ich verwende es jetzt nicht nur für die Küche. Ich verwende es halt auch hier als ganz normaler Allzweckreiniger. Ich finde, mit diesem Sprühkopf hat man länger was davon als mit diesen, weil hier gebe ich rein oder mach und dann ist es halt schneller aufgebraucht als mit diesen, weil da sprüht man und dann hast du halt die Kontrolle. Sind aber eins zu eins identisch von der Duftrichtung, riecht frisch nach Zitrone und ich bin begeistert davon. So, dann habe ich mir einmal Kuschelweich Sommerliebe mitgenommen. Das finde ich jetzt gerade im Sommer, finde ich schön. Das riecht schön sommerlich, würde ich sagen. Ja, ich finde, das riecht echt schön. Ja, ein sommerlicher Duft. Und wieder mitgenommen wurde Sommerwind. Genau. Also ich bevorzuge. So, dann habe ich von Kaufland entdeckt und zwar von Bevola ein Duschgel und zwar Green Sensation, limitierte Edition mit einem spritzigen frischen Duft nach Minze und grüner Banane und das hat sich schon für mich, wo ich das gelesen habe, erstmal sehr toll angehört. So. Und es riecht aber da wieder fruchtig und minzig. Man riecht die Banane schon heraus und ich wollte das jetzt unbedingt mal testen, weil ich kenne das ja gar nicht. Wollte es testen und habe es mir jetzt vom Kaufland mitgenommen. Dann habe ich entdeckt von DM, Balea hat ein Bodygel rausgebracht und zwar mit Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeit und belebende Frische für jeden Hauttyp. 10% Aloe Vera steht hier und es ist eine limitierte Edition und es riecht nach Aloe Vera. Bin ich auch mal gespannt, die zu testen, dieses Bodygel. Es hört sich auf jeden Fall toll an. Da habe ich mir auch gleich zwei mitgenommen. Dann von Dusch das für die Männer Energy. Wie gesagt, das ist ja wirklich ein sehr toller männlicher Duft. Sehr sinnlich, ja. Und das kaufe ich denen halt auch wieder, öfters nach, wie gesagt. Gerade war es ja jetzt auch letzte Woche im Angebot bei Müller und da ist es halt mitgekommen. Dann habe ich einmal für meine Kleine oder mich, ich weiß es jetzt nicht, wer was kriegt, auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Deos mitgenommen. Und zwar einmal das Duschdas Traumland. Sinnlicher Duft habe ich hier einmal mitgenommen. Ja. Und dann habe ich von Farm mitgenommen
Summertime Moments, frischer Duft von Gurke and Freeze. Ja. Okay, hört sich auf jeden Fall mal nicht schlecht an, Verpackung cool, ja, und deswegen habe ich das jetzt auch mal mitgenommen. Ich denke, ich werde eher mal diesen testen. Na gut, nach Gurke riecht es jetzt nicht, würde ich sagen. Es riecht irgendwie ein bisschen zitronig, zitrisch, ein zitronischer Duft irgendwie, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja. Dann habe ich für den lieben Lennox einmal solche Softies, die so mit Senf mitgenommen, von Pet Bistro, hat er jetzt noch nicht aufgemacht. Also wenn man Gassi geht, finde ich das ganz toll. Gell? Na, schau doch mit einem Auge. Nee. Die mag er total gern von Vitakraft, pure Chickenfilets. Das sind ja solche Hühnchenfilets mit 100% Fleischanteil. Die liebt er total. Und die kommen halt auch immer mit in den Einkaufskorb. Dann habe ich mir Zahnseide-Sticks ungewachsen mitgenommen. Benutze ich halt auch für die tägliche Zahnreinigung. Ich nehme halt immer diese ungewachsene. Genau. Und dann habe ich einen Mascara gebraucht. Und da habe ich mich jetzt für die Essence Super Curl Volumascara entschieden. Und ich habe sie jetzt auch mal getestet schon mal. So sieht die einmal aus und muss sagen, ich bin begeistert. Also hätte ich gar nicht gedacht, aber Essence hat auch hier, habe ich ja öfters nachgelesen, sehr hochwertige und schöne Mascaras. Also die sind jetzt echt nicht schlecht oder sollen nicht schlecht sein, die von Essence. Hat auch eine ganz tolle Bürste. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, auf jeden Fall bin ich begeistert gewesen von, oder bin begeistert von dieser Mascara. Habe sie jetzt aktuell im Gebrauch, ja, und kann sie halt empfehlen. Also wenn ihr jetzt aktuell bei Müller oder der M geht, schaut mal nach der, die ist auch nicht schlecht. Und gibt es halt für wenig Geld. Okay. So, das war's jetzt mit diesem Mix aus Aufgebrauch und Drogerie-Haul, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein Like von euch freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!